Hallo, weiter geht's mit Pokémon Feuerrot. Und wie schon angekündigt, wenn wir aus der Arena von der Zinnoberinsel rauskommen, wartet Bill auf uns. Hey, wenn das nicht Maru ist, ich bin es, Bill, lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Nun hör zu, da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden des Einland 1 genannt. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wär's? Hast du Lust mitzukommen? Ja, natürlich. Einverstanden. Und los. Jo, dann steigen wir da mal ein und fahren rüber. Jo, wir fett übers Meer gecruised. Wir sind da, das ist Einland 1. Hier gibt es mehrere Inseln und dies ist hier eine davon. Puh, wer hätt's gedacht? Mein Freund Kalo hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf Inseln zuständig. Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Kalo gehen. Bill, hallo Kalo. Jetzt habe ich gerade den Gedanken gelesen, sorry. Ja. Bill, ich kann nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Maru, das ist mein Freund Kalo. Bla 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 bla. Ja, ich glaube, das ist es eigentlich nur Gespamme. Die Nachbarinsel heißt Einland 2. Dort gibt es jemanden, der die Spielhallen betreibt. Ja, also hier wird darauf hingewiesen, dass wir zu Einland 2 sollen, zu den Spielhallen. Ja, ich glaube, haben wir jetzt alles, oder? Die spammen uns hier zu. So, dann erstmal heilen. Ich glaube, vom Arena-Kampf müssen wir uns noch heilen. So, und dann können wir auch zu Einland 2 aufbrechen. Soll ich die Insel erkunden? Ich mach das, glaube ich, jetzt einfach mal. Hier ist eine Person. Die Jugend von der großen Stellengrad. Bla, was? Was sieht sie, will für immer hier bleiben. Klar, alles klar. Hier ist auch noch ein Ochse. Hallo! Auf Besichtigungstour? Ist das warme Klima hier nicht großartig? Wir sind hier auf einer Insel mitten im Nichts. Wir freuen uns, dass ein aufrechter junger Mann wie Kalo bei uns ist. Ach so, aha, er redet von Bill. Weiß nicht, können wir hier surfen? Cool, wir können hier surfen. Also hier gibt es also Trainer. Ah, ich weiß auch. Jetzt kommt's. Der Groschen fällt. Der Groschen fällt. Ich zeige euch gleich ein legendäres Pokémon. So sieht's nämlich aus, genau. Aber vorher. Jawohl, genau. Das war jetzt anders in Feuerrot wie zur Pokémon Rote Edition. So, erstmal Mauzi.
Da setze ich Surfer ein. Oh, bei Pikachu muss ich wechseln. Das ist doch gemein. Ich finde es immer so gemein, echt. Ehrlich. Mauzi. Ja, da wechsle ich nochmal zu Elmo. Surfer. Jawohl, ja. Pipi, da wechsle ich zu Murphy. Ach nee. Ah, ich wollte Durchbruch einsetzen und nicht Slam. Okay, war aber trotzdem eigentlich relativ gut. Ach, jetzt setze ich nochmal Slam ein da. Oh. Ist doch Kacke. Das kommt davon, wenn man diese A-Taste spammt. Sudala. Habitak. Ich habe einfach keinen Bock jetzt auf die wilden Pokémon und deswegen hau ich mir gleich mal einen Schutz rein. Hier ist auch noch mal einer. Also ein Trainer. Setzt Nidorino ein. Wie war das jetzt? Da frage ich mich immer wieder. Ist Nidorino jetzt schon Boden mit drinne oder ist erst Nidoking Boden mit drinne? Probier es einfach mal mit Surfer. Nein, es ist Nidorino ist noch nicht Boden. Es reicht schon wieder. Viermal getroffen mit der Kacke hier. Dann Drachenwut. Als nächstes setzt das Sandama ein. Das trifft sich gut. Das ist definitiv ein Boden-Pokémon. Und da kann ich mit Wasser angreifen. Und radikal, da wechsle ich zu Murphy. Durchbruch, da ist es doch. So, also ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt und aber dann sehen wir uns auch gleich wieder.